Grüße euch, Bergway Live. Wie immer, aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema, eine andere Baustelle, anderes Haus, individuell geplant, von ca. 120 Quadratmeter mit einer schönen großen Terrasse und natürlich Toplage. Falls ihr Interesse habt, bleibt dran. Das ist jetzt kurz nochmal die Lage direkt an diesem Haus. Es ist einfach traumhaft, wie ihr seht. Schön beim Sonnenuntergang mit den Palmen sieht es einfach herrlich aus. Wunderbare, individuell geplante Einfamilienhaus. Und hinter, wie ihr seht, ist auch eine wunderbare, tolle, grüne Aussicht. Hier, wie gesagt, noch ganz kurz, so ein paar Details noch von dem Rohbauzustand des Hauses, damit man später auch vergleichen kann. Also, wie ich immer sage, die Arbeit ist einfach wunderbar, also die Jungs arbeiten top und ich bin aber wirklich stolz, das ist eine einmalige Arbeit. Und dahinter noch der schöne Ausblick, wie gesagt, mit den Palmen. So, gegen die Sonne wieder etwas, aber man sieht es sicherlich. Ihr kennt das schon, also die Säulen hier, erstmal in dem Rohbauzustand, das werden die schön verputzt. Und vor allem die Zimmermannsarbeit, also das ist eine erstklassige Arbeit. Mit einem erstklassigen Holz. Also da sieht man natürlich noch, wie gesagt, im Rohbauzustand so. Es wird alles noch gereinigt, aber es ist einfach eine Klasse für sich. Und dann hier auch das tolle Sichtmauerwerk, was natürlich noch schön verputzt wird, sauber gemacht wird und veredelt. Das ist einfach klasse. Also das ist keine Ausnahme, wirklich. Also da sieht man schon die ersten Steckdosen bzw. Schalter und Steckdosen. Wie gesagt, hier nochmal die Deckenverarbeitung, auch wieder noch logischerweise im Rohbauzustand, also das wird alles noch veredelt und sauber gemacht. Also ich bin mir sicher, man braucht nicht viel dazu zu sagen. Und da ich hier auf der Terrasse bin, einfach der also wunderbarer Ausblick. Also ich muss das nochmal mit dem Drohnen drehen. Das ist einfach hier im Stehen. Vielleicht sieht man nicht so toll, aber die Palmen und der Sonnenuntergang mit der Sonne einfach klasse. So, und dann haben wir natürlich noch die Wachhunde.
die natürlich zu jeder Baustelle in Anführungszeichen natürlich dazu gehören. Also wie gesagt, da hinten sieht man halt das schöne Einfamilienhaus, frei individuell geplant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren keine Architekten, zumindest vom Beruf nicht. Und ich bin wirklich begeistert, das ist wirklich eine gelungene Kombination. Praktisch. Sehr schön finde ich auch mit der großen Terrasse. Und es sind zwei große Zimmer, Wohn-Essbereich, was sich im Prinzip durch die gesamte Breite des Hauses zieht, plus die große Terrasse, die ihr auch hinter mir seht. Und auch natürlich große Fenster, man sieht es auch im hinteren Teil, auch die bodentiefe Elemente. Also, falls euch das Haus gefallen hat oder habt ihr eigene Ideen, die ihr zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz bzw. Österreich oder wie auch immer ihr auf der Welt seid, realisieren möchtet. Aber durch die zu hohen Preise könnt ihr das nicht machen. Einfach anrufen, sich beraten lassen, gar kein Problem. Und ihr könnt euer eigenes Haus praktisch selber zumindest mitgestalten. Und wir realisieren das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, damit der Kunde wie immer zufrieden ist. Also, gar kein Problem. Ich zeige euch nächste Woche wieder ein anderes Haus, wie der Fortschritt vorangeht, damit auch ihr verputztes Haus sieht, mit anderem Klinken etc. Also, individuell geplante Häuser zum Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und zwar auch schlüsselfertig angeboten. Also wir haben keine versteckten Kosten. Ihr macht das mit uns oder über uns, bezahlt die Raten und der Baufortschritt lässt sich sehen. Also, in diesem Sinne, mach's gut, liebe Grüße auch an die liebsten Nachbar und Kunden. Mach's gut, liebe Grüße nach Deutschland, bleibt alle gesund und vergisst nicht, das Video zu teilen, Likes nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, um den Baufortschritt einfach zu beobachten. Also, mach's gut, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Danke euch.